da möchten alle, oder Sie, Richter, Sie wollen, wenn da kein Vortragstyp ist. Ich habe übrigens die Frage bekommen, ob es heißt, wenn man einen Vortrag versäumt hat, kann man bei den anderen immer mitkommen. Naja, es ist immer so, natürlich schon, also wenn im gewissen Sinn als Voraussetzung, zum Beispiel für heute die Metaphysik der Naturwissenschaft vom letzten Mal, aber wenn man das halt akzeptiert, wenn man sagt, das ist okay, oder wenn ich sage, unter der Voraussetzung, höre ich mir das mal an, braucht man es natürlich nicht direkt. Es ist nicht zum Verständnis nötig, sondern einfach nur das zum Nachvollziehen, dass man sagt, also das überzeugt. Natürlich sozusagen die offene Geschichte. Also ich nähe mich naturwissenschaftlich der Frage, was Bewusstsein ist, weil Bewusstsein eben die zentrale Größe, die hier für ethisch eben relevant zu sehen ist. Bewusstes Erleben ist positiv oder negativ, Schmerz oder Leid. Bewusst kann man eben auch etwas wollen und das kann verhindert werden. Bewusstsein hat eben diesen sehr religiösen Touch, wenn man so will, übersetzt als Seele und daher auch dieser Zugang, dass man in weiten Bereichen hört, dass eigentlich über Ethik nur wie Religion zu reden ist. Ich möchte eben diesen naturwissenschaftlichen Zugang wählen, nicht nur deswegen, weil ich selbst eben 12 Jahre lang in der naturwissenschaftlichen Forschung war, sondern eben auch, weil ich glaube, dass das ein der verlässlichste dieser Zugänge ist. Das heutige Thema ist der freie Wille. Er ist nämlich schließlich jener Aspekt des Bewusstseins, der eben genau diese ethische Relevanz produzieren wird. Was ist eigentlich das Problem? Naja, wenn man die Metaphysik der Naturwissenschaften voraussetzt, dann muss man die Frage stellen, ist es im Rahmen des naturwissenschaftlichen Weltbilds überhaupt möglich, so einen freien Willen zu haben? Ist das überhaupt ist man überhaupt fähig, etwas zu entscheiden? Wenn nein, dann ist eigentlich die Diskussion über Ethik hinfällig. Was brauchen wir uns überlegen, wie wir uns entscheiden, wenn wir uns eh nicht entscheiden können? Und damit sind wir sozusagen wieder auf das metaphysische, religiöse zurückgeworfen. Und ich möchte eben daher die Frage untersuchen, ob es im naturwissenschaftlichen Weltbild überhaupt so etwas wie einen freien Willen gibt oder geben kann. Und man muss natürlich zugeben, dass das schon ein sehr, sehr schwieriger Weg ist und ein schwieriges Thema. Es ist nicht so straightforward, na eh klar. Sondern da muss man sich schon sehr viel überlegen. Was ist überhaupt mit freiem Willen gemeint? Ich habe auch hier schon einigen Diskussionen beigewohnt, wo man sagt, naja, also freier Wille, den muss man psychologisch oder soziologisch interpretieren. Also ich möchte das eben ganz klar naturwissenschaftlich sehen. Ich sitze hier, vor mir liegt ein Stein auf dem Tisch, habe ich die Fähigkeit zu entscheiden, ich nehme diesen Stein oder nicht. Oder ist mir das von der Natur aufoktroyiert? Irgendwo wachelt ein Blatt, das produziert irgendwelche. Das produziert irgendwelche Schwingungen und irgendwelche Wellen und irgendwelche Kräfte und am Schluss muss ich zu dem Stein greifen. Ist es so eine richtige Kausalkette von Notwendigkeiten, die mich letztlich plötzlich dazu zwingt, diesen Stein zu nehmen? Oder entscheide ich das wirklich so? Und da merkt man schon, wie schwierig hier diese Frage wird, weil unser Erleben ist ganz klar, dass das natürlich nicht so ist. Also es ist natürlich nicht so, dass ich durch irgendeine Kraft dazu gezwungen bin. Aber zugegeben, das naturwissenschaftliche Weltbild zu Ende gedacht, wirkt es schon so, dass das so sein muss. Und daher muss ich mich, wenn ich von der Metaphysik der Naturwissenschaft ausgehe, dieser Frage stellen. Also, ist dieser Eindruck von mir, dass ich nach so einem Stein greifen kann, ist das eine reine Illusion. Tatsächlich gibt es viele Leute, die das sagen. Also ganz bekannt, Wolf Singer, dieser deutsche Star der Neurowissenschaften, der sagt ganz klar, das ist so. Und also alle, die das nicht so sehen oder wahrnehmen, die irren sich halt oder die nehmen die Naturwissenschaft nicht ernst. Jedenfalls naturwissenschaftlich gesehen ist das ganz klar so. Alles, was wir tun, ist fix, determiniert, vorgegeben, das hat nichts mit uns zu tun. Das Bewusstsein erlebt das bestenfalls mit. Also es fingiert in mir die Vorstellung, dass ich jetzt das freiwillig gemacht habe, in Wirklichkeit habe ich es aus anderen Gründen gemacht und es rationalisiert in irgendeiner Form für mich die Gründe, warum ich das eigentlich wollte, obwohl ich es gar nicht entschieden habe. Man nennt so eine Rolle des Bewusstseins ein Epiphänomen. Es ist sozusagen ein Parallelphänomen, das gar keinen Einfluss hat, sondern immer nur miterlebt, was ist, und daraus so eine Art Fantasiegeschichte macht. Also einfach mir erzählt, du entscheidest, in Wirklichkeit entscheidest du nicht und die anderen entscheiden, in Wirklichkeit entscheiden sie nicht und letztendlich läuft das darauf hinaus, dass ich eigentlich mir die ganze Welt nur zusammen fantasiere.
Und ja, so abstrus das klingt, so überzeugend ist es das, wenn man das naturwissenschaftliche Weltbild verfolgt. Und das möchte ich zunächst einmal tun. Ich möchte also zunächst einmal klar darstellen, warum diese Interpretation des Bewusstseins und des Handelns eigentlich fast unmittelbar folgt. Entstehung des Universums, Entstehung der Erde. Ich habe in meiner Dissertation in Physik genau mich mit dieser Frage der Entstehung der Erde bzw. der Sonne beschäftigt. Die Grundidee geht sogar so auf Immanuel Kant zurück, der ja für mich irgendwie so das zentrale Thema dieses ganzen Vortragszyklus ist. Er ist die bestimmende Größe in der Ethik und das ist mehr oder weniger Zufall in dem Fall, weil er das natürlich nicht auf mathematisch-physikalischer Basis gemacht hat, wie ich meine Dissertation, sondern dass er sich das intuitiv so vorgestellt hat, dass es eigentlich so sein müsste. Es gibt da so eine riesige interstellare Wolke von Gas und Staub. Gas und Staub sind natürlich jetzt Begriffe, die man nicht eins zu eins übersetzen kann mit dem, was man mit Staubsauger entfernt, sondern einfach kleine Partikelchen. Staub sind dann größere, Gas sind Moleküle, die einfach interstellar hier existieren. So was sieht man überall, wenn man mit entsprechend großen Teleskopen in den Himmel schaut. Man sieht übrigens auch mit freiem Auge zum Beispiel die Milchstraße nicht, da sieht man so diese Strukturen, diese dunklen Strukturen, also da, wo man keine hellen Sterne sieht, das ist eine Scheibe, auf diese dunklen großen Molekülwolken schaut, die dahinter die Sterne abdecken. Die sind also wirklich riesengroß und Teile davon können plötzlich in sich zusammenbrechen, weil ihre eigene Schwerkraft so groß wird. Diese Bedingungen kann man sehr genau studieren. Chandrasekhar, ein indischer Astronom, hat also dafür eine allgemeine mathematisches Theorem bewiesen, dass unter gewissen Bedingungen so ein Ding in sich zusammenzufallen beginnt, weil einfach sozusagen die innere eigene Schwerkraft so groß ist. Und was dann passiert ist, dass eben aufgrund der Erhaltung des Drehimpulses, einer der Prinzipien dieser Welt, dieses Ding immer schneller zu rotieren beginnt und natürlich dort weiter kollabiert, wo die Rotationsachse ist, und in der Rotationsebene ist das Zusammenfallen dadurch aufgehalten, dass das Ding immer schneller wird. Und die Folge ist, dass man dann so eine Art Scheibe hat und im Zentrum dieser Scheibe ist dann das, was man einen Protostern nennt, also das Vorläufer des Sterns, der dann immer dichter zusammenrückt, bis dann schließlich innen das Wasserstoffbrennen zündet. Und das ist dann so eine Energiequelle, dass es den Stern ziemlich lang aufhält, aber es brennt dann so langsam aus und die weitere Entwicklung wäre dann, es bläst sich so auf zu so einem roten Riesen und dann geht zum Beispiel irgendwann einmal die äußere Hülle weg und es bleibt so ein weißer Zwerg über und das kühlt dann langsam aus. Also jedenfalls kann man das rein mit den Prinzipien der Natur, von Energieerhaltung, Impulserhaltung und dergleichen Massenerhaltung, kann man das eindeutig mathematisch ausrechnen. Also das ist nicht so ganz wichtig zu sagen, wer meine Dissertation verfolgen will. Ich habe das auch in drei wissenschaftlichen Artikeln publiziert, in also Wissenschaftszeitschriften. Nichts davon ist Pi mal Daumen, ich sage also ungefähr so wird es sein, jetzt nehme ich irgendein mathematisches Modell, sondern ich nehme die Prinzipien der Natur, gieße sie in mathematische Gleichungen und löse diese. Ja? Also ich könnte das theoretisch, ohne je einen Stern gesehen zu haben, und ich könnte ausrechnen, dass es ungefähr so sein muss. Das ist einfach eine Konsequenz sozusagen der Prinzipien der Natur und das ist ein wichtiger Aspekt hier. Letztendlich entsteht also rein aus den Prinzipien der Natur und aus einer gleichförmigen Gas-Staubwolke eine Sonne und die Erde bzw. die anderen Planeten in dieser Scheibe, die also sozusagen da knallen, diese Staubteilchen zusammenbilden, immer größere Klumpen und klumpen sich dann irgendwann zu den verschiedenen Planeten. Jetzt kann man natürlich sozusagen, dass es gibt keinen Grund, warum nicht, das einfach weiter rechnen. Die Mathematik sozusagen des Geschehens dieses Erdklumpens, vielleicht entwickeln sich dann eben komplexere Moleküle, organische Moleküle. Sie beginnen dann letztlich so eine Komplexität zu haben, dass sie sich reproduzieren und Leben entsteht. Die naturwissenschaftliche Weltbild oder die Metaphysik der Naturwissenschaft führt dazu, dass wir jetzt also sagen, das ist natürlich nicht eine äußere Kraft gewesen, sondern eine Selbstorganisation der Materie ausschließlich auf der Basis der Naturgesetze, also sozusagen eine sich aus den Naturgesetzen heraus sich ergebende Entwicklung. Und das differenziert sich immer weiter aus, bis wir entstehen. Es gibt jedenfalls dann nirgendwo einen Sprung, wo irgend so eine Magie hineinkommt, irgendein Zauberspruch, sondern aus dieser Gasstaubwolke, die völlig gleichförmig ist, entwickeln sich letztendlich Lebewesen und auch wir. Und was mir jedenfalls bei meinen
bei meiner Dissertation aufgefallen ist, ich habe das ja rein mathematisch gelöst, diese Grundprinzipien in Gleichungen gegossen, rein mathematisch, und da hat sich sozusagen alles ergeben. Da war nie ein Freiraum. Es war nicht so, dass also das hätte auch anders sein können. Ja, da musste ich dann irgendwann modellieren oder irgendwann sagen, diese Lösung schließe ich aus, ich verfolge die oder irgend sowas, sondern nein, das hat sich alles, man nennt das Determinismus, von Anfang bis Ende ergeben. Das Einzige, was ich gesetzt habe, ist die Anfangsbedingung. Wie groß ist die Wolke? Wie dicht ist die Wolke? Wie warm ist die Wolke? Und aus was für einer genauen Zusammensetzung von Gas und Staub besteht sie? Zack. Und ab diesem Moment ergibt sich alles aus den Prinzipien zwingend, so wie es ist. Da gibt es keinen Freiraum mehr. Ich kann das eben, und in dem Fall, weil die Gleichungen ziemlich kompliziert werden, also in Form mit Hilfe eines Computers lösen, und tatsächlich ergibt sich das alles. Und letztendlich ist es natürlich schwierig, diese Prinzipien weiter zu verfolgen, wenn es zu den großen Molekülketten kommt. Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass man das nicht einfach weiterrechnen könnte bis zur heutigen Zeit. Und dann müsste natürlich aus den Anfangsbedingungen dieser Gas-Staubwolke sich ergeben, ob ich den Stein nehme oder nicht. Das wäre also zwingend die Konsequenz. Jetzt kann man natürlich sagen, und in der Physik ist das dann aufgekommen, die Frage, vielleicht kommt ein Indeterminismus, also ein bisschen eine Freiheit dadurch rein, dass es ein Chaos gibt, also dass diese Gleichungen sind nämlich sozusagen nicht linear. Wer jetzt nicht mathematisch das kennt, dem sagt das vielleicht nichts, aber lineare Gleichungen sind sozusagen die simplen Formen, wo die Entwicklungen in der Zeit überschaubar sind. Eine doppelt so große Störung am Anfang hat also eine doppelt so große Konsequenz. Alles ist immer doppelt. Nichtlinear heißt, eine Störung am Anfang hat vielleicht eine viermal so große Konsequenz, die ein bisschen später achtmal so groß ist und dann exponentiell sich verändert. Und so eine exponentielle Veränderung bedeutet, eine ganz kleine Änderung am Anfang kann nach relativ kurzer Zeit eine riesengroße Änderung am Schluss haben. Das ist das klassische Beispiel, dass die Atmosphäre eben, die natürlich denselben Grundprinzipien genügt und mit denselben Gleichungen, denselben mathematischen Gleichungen vorhersagbar ist, dass diese Vorhersagbarkeit nach 4 Tagen, 5 Tagen momentan abbricht, ist die Folge von dem Umstand, dass es eben nicht linear ist, dass ein kleiner Schmetterling, der irgendwo wackelt, diese kleine Störung kann im Laufe von Tagen zu einer so großen werden, dass das ganze Ergebnis etwas anders ausschaut. Also sozusagen das Problem der Anfangsbedingungen, dass man sich da ein bisschen irrt und das nicht so genau messen kann, das führt dazu, dass wir Wettervorhersagen nur von 4 Tagen oder so haben. Aber grundsätzlich ist das alles trotzdem fixiert, und daher meine ich, dass diese Form des Indeterminismus nicht hilft. Es gibt dann noch eine zweite, dass man sagt, in der Quantentheorie, die beschreibt also die Quantenteilchen, das sind also diese winzigsten Teilchen, und wie sich die Teilchen zu Molekülen formen und so, diese Mathematik dazu, die hat einen gewissen Bereich des Zufalls, und da könnte es, also heißt das in der technischen Sprache, verschworene Parameter geben, da hat ein Herr Bell bewiesen, dass das nicht sein kann. Also auch hier diese Entwicklung der ganz kleinen Teilchen nach den Grundprinzipien ist deterministisch, da fährt die Eisenbahn drüber, da kann man keinen Ausweg finden. Also rein jetzt aus der Physik, die wir kennen, gibt es diesen Ausweg nicht. Jetzt könnte man sagen, gut, mit Gas- und Staubteilchen, das ist ja nur ungefähr. In Wirklichkeit gibt es ja Elementarteilchen, aus denen diese Staubteilchen zusammengesetzt sind. Das ist natürlich im Prinzip richtig. Es ist sogar so, dass die Kräfte, die es gibt, aus Elementarteilchen bestehen, weil die auch durch so Teilchen vermittelt werden. So ist jedenfalls, so liefert das die mathematische Formulierung dieser Grundprinzipien. Also auch die Kraft, die zum Beispiel die Atomkerne zusammenhält, wird vermittelt durch Teilchen, in dem Fall die Gluonen heißen die halt zwischen diesen anderen Teilchen hin und her schwirren. Also alles besteht letztlich aus Elementarteilchen, und es gibt nichts anderes als Elementarteilchen. Also eine Folge dieser Metaphysik der Naturwissenschaft, also dieses naturwissenschaftlichen Weltbilds. Aber die genügen eben auch exakten mathematischen Prinzipien, und für die gilt es daher genau diesen Determinismus. Also selbst wenn ich das jetzt nicht wirklich für jedes Elementarteilchen nachrechnen kann, praktisch, spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen, warum das nicht im Prinzip so sein müsste, dass also diese gesamte Entwicklung des Universums auf Elementarteilchen zurückgeführt, letztlich völlig deterministisch abläuft und durch die Anfangsbedingungen letztlich entschieden wird, ob ich den Stein nehme oder nicht, und einen freien Willen gibt es überhaupt nicht. Also so jedenfalls sieht das aus. Die Reaktion von verschiedenen Menschen darauf, die mir begegnet sind, ich habe ja wie gesagt in der katholischen Theologie auch ein bisschen diese
in meine Thesen zur Tierrechten vorgetragen, die eben auf der Naturwissenschaft basieren, und da sagt man mir dort, na, das ist halt eine falsche Annahme, nicht? Also sozusagen, es widerlegt sich selbst, weil diesen Stein nehme ich freiwillig, das entscheide ich, kann ja sagen, nehme ich es oder nicht, nehme ich es oder nicht, ja. Also, widerlegt die Naturwissenschaft, nicht? Wir müssen uns also in Religion flüchten und zu anderen Grundsätzen übergehen. Nur dieser Weg ist uns verschlossen, weil letztes Mal habe ich argumentiert, Metaphysik der Naturwissenschaften, das ist jetzt einmal die Basis, ich möchte schauen, wie weit kommen wir. Der Giordano Bruno Stiftung gibt es insbesondere den Stiftungssprecher Michael Schmidt-Salomon, der eigentlich ein sehr starker Vertreter der naturwissenschaftlichen Denkart ist und der auch sehr religionskritisch ist, sagen wir mal so. Also seine Bücher definitiv sehr religionskritisch, er ist auch in öffentlichen Diskussionen immer also sehr atheistisch unterwegs und religionskritisch. Und wie löst er das? Er hat das Buch zum Beispiel geschrieben von Gut und Böse, oder wie das heißt? Jenseits von Gut und Böse, genau. Und da versucht er dem irgendwie zu entgehen, indem er sagt, es gibt da so eine zusätzliche Wirkkraft bei allem Lebenden der Evolution. Nur, ich kann nur sagen, als Physiker definitiv nicht möglich. Man kann nicht eine zusätzliche Kraft haben, weil diese Prinzipien bestimmen schon alles. Und wenn man dann noch etwas dazu nehmen würde, wäre das überbestimmt. Das ist nicht möglich. Es kann nicht plötzlich irgendwie eine zusätzliche Kraft entstehen. Das ist so, ich könnte natürlich länger jetzt darüber diskutieren, ich würde auch gerne mit ihm darüber diskutieren, weil in meinen Augen, also es ist ganz eindeutig so, dieser Ausweg ist definitiv nicht möglich. Damit kommen wir also nicht weiter. Ich würde mich interessieren, wie er dann darauf reagiert. Leider hat er mir da nicht geantwortet. Das ist eben mit der Physik der Naturwissenschaft. Lustig ist der Wolf Singer, also zur dritten These, der ja sagt, es ist alles bestimmt. Und man kann nichts entscheiden, also was sich ein bisschen lustig darüber macht. Es gibt eine Ö1-Sendung, wo man ihn hört, wo er so sagt, haha, die Leute glauben, sie entscheiden was, sie entscheiden nichts. Und dann wurde gefragt, und wie ist das mit ihren Kindern? Sagen sie denen nicht, das tut man nicht. Es hat doch keinen Sinn, dem zu sagen, das tut man nicht, wenn eh bestimmt ist, was der macht. Da hat gesagt, na, im täglichen Leben handle ich schon so, als gibt es einen freien Willen. Ich weiß halt nur im Hinterkopf, es gibt es nicht. Da frage ich, was ist mit dir? Oder? Wie gibt es das? Also, ist ja seltsam. Also da muss man sagen, also, du bist irgendwie schizophren. Also, ja. Glaubst du das gar nicht, was du da wissenschaftlich findest oder wie? Also dieser Ausweg hilft mir persönlich auch nichts. Der erste ist sowieso ausgeschlossen und der ist falsch. Also wir stehen ein bisschen im Regen. Es gibt dann diese Idee der Emergenz neuer Qualitäten. Das ist eine wesentlich bessere Ausformulierung, als das Michael Schmidt-Salomon versucht hat. Der hat das nie so gemacht, aber insbesondere in der Biologie macht man das. Dort erlebt man halt, dass das Praktische nie prinzipiell ist, also diese Prinzipien, wie wir sie in der mathematischen Physik haben, aus denen da Erden und Sonnen entstehen, diese Prinzipien, die findet man in der Biologie nicht, sondern findet man immer Konkretes und man leitet halt daraus allgemeine Sätze ab, die halt so ungefähr stimmen. Ja? Aber man sagt sich, stimmen tut das Konkrete, das ist real, die Prinzipien sind nur eine Approximation des Menschen. In der mathematischen Physik haben wir es genau umgekehrt erlebt. Da sind die Prinzipien der Energiehaltung absolut richtig und exakt erhalten und die Entwicklung dann im Konkreten ist dann sozusagen nur ein Spiegel dessen. Aber das Prinzip ist das Eherne, das wirklich existiert. Und ich habe zum Beispiel mit Rupert Riedl, Evolutionäre Erkenntnistheorie, diskutiert. Ich wurde eingeladen von ihm zu einem Buch, ein Kapitel in einem Buch mit ihm zu schreiben. Und da sagt er eben, für ihn ist das klar aus seinem biologischen Erleben, dass da ganz neue Qualitäten entstehen, die nicht in den Elementarteilchen drin sind. Nur ich habe das Gefühl, das kann nicht sein. Also ich würde sogar mehr weitergehen. Ich habe gesagt, das ist nicht. Die Elementarteilchen sollten durch diese Grundprinzipien vollkommen erfasst sein. Und wenn sie nicht erfasst sind, dann ist das kein komplettes Bild. Dann muss noch ein Prinzip dazu, damit sie völlig erfasst sind. Aber sie müssen jedenfalls völlig erfasst sein. Und sie sind kein Modell, sie sind keine Approximation, sie sind nicht etwas, was ich sage, es stimmt so ungefähr, wie das eben in der Biologie mit diesen Prinzipien ist, also evolutionäre Richtungen und so, wo es immer Ausnahmen gibt, es gibt Ausnahmen, bestätigen die Regeln. Der Umstand bei mathematischen Prinzipien ist, es gibt keine Ausnahme, ja, das ist grundsätzlich so. Und tatsächlich erscheint mir das eben, wenn man das Pferd von den Elementarteilchen aufzäumt, nicht möglich. Mathematik und Logik, wie ich argumentiert habe, können eben so gesehen nicht menschengemacht sein und die Folge ist, dass es hier eigentlich keinen Platz gibt,
da, dass sich neue Qualitäten entstehen können, Emergenz neuer Qualitäten. Es gibt eigentlich keinen Platz. Also da muss ich dem Wolf Singer recht geben, grundsätzlich gibt es da eigentlich keinen Platz. Warum wir Biomaschinen sind, aus diesem Weltbild folgend, der Witz ist jetzt der, zu sagen, die Steuerzentrale von uns liegt im Gehirn. Das Gehirn ist ein physikalisches System, das man vollständig versteht, im Sinne dessen, dass es nur aus klassischer Physik besteht, eben aus biochemischen Leitern und Aktivitätspotenzialen, die sich halt ab und zu irgendwelche elektronischen Entladungen durchführen. Aber da gibt es jedenfalls keine Zauberei da drin, da gibt es nichts, was die klassische Physik, die man nicht eh kennt, verlässt. Also muss alles deterministisch sein, weil alles der Energieerhaltung genügt, der Massenhaltung genügt, der Impulserhaltung genügt, Drehimpulserhaltung genügt und damit alles durch diese Prinzipien beschrieben sein muss. Hier gibt es keinen Platz für den freien Willen. Und das Argument ist, wenn man eine Hirnaktivität misst, dann ist sie immer die Reaktion auf bereits vorhandene Aktivität, die entsteht nie plötzlich von selbst. Und insbesondere Benjamin Libet, der eben solche Experimente gemacht hat, wo er genau das tut, er schließt also da Elektroden ans Hirn und sagt den Leuten, irgendwann entscheidet es, greift es zu dem Stein. Und sie sollen dann angeben, wann die Entscheidung ist. Dann sollen sie auf irgendeinen Knopf drücken. Und es stellt sich heraus, dass man aus dem Hirn ablesen kann, dass sie auf den Stein greifen, lange bevor sie auf den Knopf drücken. Das heißt, man könnte ihnen sagen, du wirst jetzt gleich entscheiden, dass du auf den Stein greifst. Das sieht man aus dem Hirn. Und daraus schließt Libet und daraus schließen viele andere, jetzt ist bewiesen. Das ist alles deterministisch. Das Bewusstsein spielt uns das nur vor. De facto ist die Entscheidung bereits gefallen. Und das Bewusstsein realisiert das nur irgendwann und glaubt dann, es war eine freie Entscheidung. Die künstliche Intelligenz führt uns genauso etwas vor. Also es gibt ja eine ganze Reihe von AI, Artificial Intelligence, Forschungsprojekten, insbesondere am MIT, diesem Massachusetts Institute of Technology. Da gibt es eine Reihe von Personen, die auch übrigens Vorträge in Österreich halten, darüber, was sie da so gefunden haben. Und die haben mir zum Beispiel gesagt, also wir können die Neurose total super simulieren. Also da gibt es so ein Wesen, das ist halt diese künstliche Intelligenz, das ist ein lernfähiges Computerprogramm und wenn man das ständig frustriert, weil es immer verschiedene Botschaften kriegt, also keine konsistente, dann ist die Reaktion dieses Wesens, dass sich in eine Ecke setzt und verkriecht. Folge, ein Affe, der das tut im Experiment, der ist nur ein Computerprogramm, das halt genügend lang frustriert wurde und dann auf keine Reaktion mehr umschaltet. Eiskalt festgestellt. Aber was so ein lernfähiges Computerprogramm ist, also ich habe sehr viel programmiert, eben um diese mathematischen Gleichungen zu lösen. Ich habe also auch solche lernfähigen Computerprogramme aus erster Hand gesehen und letztendlich, so toll es klingt, neuronale Netze, ist es letztendlich auch nur ein Computerprogramm. Es ist ein Computerprogramm, das eine Reihe von Schaltstellen offen lässt, wo dann Informationen reinkommt, die dann ein bisschen ein Reprogrammieren ermöglicht. Ein Beispiel wäre, ich möchte, dass die Fahrzeiten bei den GPS-Sendern im Auto endlich stimmen. Sie stimmen nämlich überhaupt nicht, also möchte ich, dass sie endlich stimmen. Gut, und dann lasse ich das Programm, bevor ich also dieses Navigationssystem verkaufe, lasse ich das Programm einfach einige Male durchlaufen, sodass es selber lernt, wie man am besten so eine Fahrzeit berechnet. Und dann muss ich halt eine gewisse Reihe von Parametern offen lassen. Also ich kann zum Beispiel sagen, Ampeln, Straßenbelag, Zügigkeit der Straße, vielleicht Anzahl von Nebenstraßen. Das sind alles so Parameter, gegenüber denen dieses Programm eine Art von Optimierung durchführt, damit die tatsächlich gemessene Fahrzeit der berechneten Fahrzeit entspricht. Wenn man das oft genug macht, kriegt man eine sehr gute Voraussage für Fahrzeiten. Das Problem ist allerdings, dass ich die Parameter vorher wissen muss. Wenn ich zum Beispiel Stoßzeit nicht einberechne, dann werde ich ständig Riesenfehler haben. Weil auf die Stoßzeit wird nicht optimiert, das müsste ich ja vorher beim Programmieren schon wissen. Und daher kriege ich dann erst wieder lauter falsche Ergebnisse. Das heißt, eigentlich muss ich vorher schon die Parameter kennen und dann kann ich das Programm sozusagen als ein Superprogramm verstehen, das fixiert ist. Also jedes neuronale Netz, jedes lernfähige Computerprogramm ist de facto ein fix programmiertes Gesamtprogramm und eigentlich total unflexibel. Diese Flexibilität ist eben nur im Rahmen von vorgegebenen Parametern möglich. Es ist zu einem starren Computerprogramm äquivalent. Also auch hier also eine reine physikalisch-deterministische
deterministischer Ablauf. Wir würden das dann so übersetzen, für Tiere insbesondere, aber behavioristisch eben auch für Menschen in den 50er, 60er Jahren, dass eben wir im Gehirn nur so ein Computerprogramm haben, das halt so lernfähig ist, bezüglich gewissen Parametern optimiert. Reizreaktionen, also eine gewisse Reaktion wird positiv verstärkt, gewisse Reaktionen negativ verstärkt, das programmiert das Hirn ein bisschen um. Und am Schluss, hier haben wir auch die Neurose, von der ich erzählt habe, diese permanente Frustration. Und am Schluss hat man einfach ein Verhalten, das rein auf einem Computerprogramm basiert. Und das Bewusstsein erlebt das als Epiphänomen mit. Und man kann sagen, mehr oder weniger so ist das Bild eines Herrn Wolf Singer oder der Neurobiologen und Biologinnen oder eben derjenigen, die das wissenschaftliche Weltbild zu dieser Konsequenz führt. Aber, und jetzt beginnen wir mit der Kritik an diesem Umstand. Ich behaupte, das Hirn ist nicht ein vollständig verstandenes physikalisches System. Es ist zwar ein physikalisches System, aber Betonung auf nicht vollständig verstanden. Und zwar, wenn ich annehme, es ist vollständig verstanden, dann müssen auch alle Phänomene dieses physikalischen Systems physikalisch vollständig verstanden sein. Jetzt ist es aber so, dass das Bewusstsein ein Phänomen des Hirns ist und dieses Bewusstsein hat mir physikalisch noch niemand erklären können. Also ich kann die Naturprinzipien aus allen möglichen, aus den Naturprinzipien kann ich alles Mögliche herleiten und nachvollziehen, aber das Bewusstsein nicht, und zwar überhaupt nicht. Ja? Weil da geht es ja nicht um eine Maschine, die komplexe Reaktionen macht, sondern da geht es um was ganz Simples wie Zahnweh. Ja? Zahnweh mathematisch zu verstehen ist so unmöglich, weil ich gar nicht verstehe, was die eigentlich von mir wollen. Nicht? Was heißt das? Vorhersagen, was jemand macht, der Zahnweh hat? Nein. Es müsste ja aus diesem Bild, das ich am Anfang gezeichnet habe, von der Entstehung des Sonnensystems letztlich Zahnweh folgen. Irgendwer hat einmal Zahnweh, das müsste aus den mathematischen Gleichungen folgen. Das geht aber nicht. Insbesondere ist die Physik, salopp gesprochen, zeitsymmetrisch, Bewusstsein eindeutig nicht. Das Zentrale am Bewusstsein ist, wir haben etwas Vergangenes und wir haben etwas Zukünftiges, ist auch die Voraussetzung für den freien Willen, nicht, dass so eine offene Zukunft vor uns ist. Die Physik ist zeitsymmetrisch. Hier ist schon ein grundsätzlicher Widerspruch. Bewusstsein ist grundsätzlich zeitasymmetrisch, Physik ist zeitsymmetrisch, also kann ich offensichtlich nicht wirklich in dem momentanen Verständnis der Physik das Bewusstsein dabei haben. Also ist das Hirn nicht vollständig verstanden. Und den endgültig für mich am nachvollziehbarsten, der Beweis dazu kommt von Kurt Gödel, an und für sich ein Brünner, Mathematik und Logik studiert in Wien, war auch in dem Wiener Kreis dabei, hat dann mit 25 ungefähr begonnen, ganz intensiv zur Logik zu arbeiten und wurde wahrscheinlich der berühmteste Logiker der Welt und hat dann vor allem, also er hat einen Vollständigkeitssatz gemacht und hat Konsistenzen von Axiomen beweisen können und vor allem sein Unvollständigkeitstheorem, das auch seine Habilitationsarbeit war. Er selbst war übrigens sehr hypochondrisch und offensichtlich ein wahnsinnig schwieriger Mensch, zumindest jemand, der sich selbst das Leben schwer gemacht hat, politisch total desinteressiert, aber selbst dann politisch verfolgt, musste letztendlich flüchten aus Wien über die Sowjetunion, die transsibirische Eisenbahn bis Japan und dann in die USA, ist dann in Princeton gelandet, wie auch Einstein, habe auch mit ihm dann eines zu tun gehabt. Und dann musste er Amerikaner werden und da zeigt sich wieder so die Mr. Logic-Konsequenz. Er musste Amerikaner werden und eine Prüfung über die US-amerikanische Verfassung ablegen. Und er hat gesagt, die ist inkonsistent. Dann hat er sich hingesetzt und diese Prüfungskommission erklärt, dass da eine Inkonsistenzen sind und die amerikanische Verfassung vom Grundsätzlichen her eine Diktatur zulassen würde. Und dann waren sie drauf und dran, ihn rauszuschmeißen. Und dann ist es doch noch gelungen, ihn dort zu behalten. Mein Link hat gesagt, wissen Sie. Und dann durfte er bleiben. Sehr spannend finde ich auch, und für alle, die ein bisschen Mathematik gemacht haben, leicht nachvollziehbar, also wenn ich mich hinsetze, dann sagen wir 2 Stunden, könnte man das durchgehen. Er hat eine Lösung dieser einsteinschen mathematischen Formulierung des Universums geschafft. Also eine mögliche Lösung dieser Gleichung, eben abhängig von sozusagen den Anfangsbedingungen und gewissen Bedingungen innerhalb der Materie, eine Lösung nämlich, die eine Zeitreise zulässt. Das war das erste Mal, dass irgendjemand gesagt hat, Moment, wenn der Einstein recht hat, wäre es im Prinzip möglich, dass man in die Vergangenheit reist. Und das hat einen direkten Bezug zu unserer Frage des freien Willens, weil wenn ich mir einen freien Willen habe, dann ist eine Zeitreise eigentlich ausgeschlossen. Nicht? Weil sonst fahre ich in die Vergangenheit, ändere sie
Und was ist mit mir dann? Dann bringe ich sozusagen meine Mutter um, bevor sie mich gebiert. Also insofern kann das nicht sein. Lustig ist, dass also Zeitreisemöglichkeit bisher aus physikalischen Gründen immer ausgeschlossen ist. Und sogar seine Lösung wurde letztendlich ausgeschlossen, weil man festgestellt hat, sie basiert darauf, dass es also den Stabilitätsannahmen, die nicht möglich sind, also die nicht real möglich sind, sondern in der Realität würde da sofort eine kleine Störung entstehen und dann bricht diese Symmetrie, die er da annimmt, sodass diese Lösung keine reale Lösung ist. Und das ist schon bemerkenswert, muss ich sagen, dass also bisher in der Physik noch nie irgendwie eine Möglichkeit entstanden ist, in die Vergangenheit zu reisen. Selbst, also insbesondere diese Einsteinschen Kausalitätsrelationen sind also mit der Lichtgeschwindigkeit verbunden. Nicht, man kann nie schneller als die Lichtgeschwindigkeit sein. Ich so, wenn ich also beliebig beschleunige und immer mehr und mehr beschleunige, dann kann ich mich nur der Lichtgeschwindigkeit annähern. Ich kann nie schneller werden, weil würde ich schneller werden, würde ich in der Zeit zurückreisen. Und das scheint physikalisch ausgeschlossen. Und ein bisschen freut das solche Menschen, die sagen, freien Willen gibt es nicht, weil das eben mit dem freien Willen kollidieren würde. Naja, man kann aber natürlich umgekehrt sagen, ist eine Zeitreise möglich, dann kann es keinen freien Willen geben. Also könnte man daraus schließen, vielleicht gibt es doch einen, nicht? Weil das sozusagen diese physikalischen Prinzipien schließen es auch, in die Vergangenheit zu reisen, gerade weil der freie Wille möglich ist, der dann Widersprüche produzieren will. Letztendlich ist er übrigens, er hat, glaube ich, ständig Angst gehabt, vergiftet zu werden, hat dann nur noch das gegessen, was seine Frau gekocht und vor ihm gekostet hat. Sie ist dann ins Spital gekommen und davon hat er nichts mehr gegessen und ist gestorben. Also natürlich tragisch, aber offensichtlich psychisch krank, aber vielleicht eben solche Genies, solche Exzentriker, bei denen ist das vielleicht so. Gut, komme ich zum Unvollständigkeitstheorem, das muss man jetzt ein bisschen hier verfolgen, um diesen Beleg zu verstehen. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, das ist jetzt nur ein weiteres Argument, wie schon vorher, dass das Bewusstsein kein Computer ist. Also wenn man das eh schon mal glaubt, braucht man das jetzt nicht zwingend nachvollziehen können. Aber ich finde, es ist ein wunderschönes Argument dafür. Also, der Gödel'sche Unvollständigkeitssatz sagt im Wesentlichen sozusagen abstrahiert oder entfernt, wenn ich alle mathematischen Schlacken entferne und Details, dann sagt er im Wesentlichen, man gebe mir eine Reihe von Grundvorgaben, also Axiomen, wie das heißt, oder Grundsätzen, dann kann ich daraus definitiv nicht alles ableiten, was ich als wahr erkenne, also alles beweisen, was ich als wahr erkenne. Also es gibt also Dinge, die wahr sind, die aus diesen Axiomen nicht herleitbar sind, aus diesen Grundsätzen. Und wenn ich die Grundsätze erweitere, dann finde ich wieder etwas. Und wenn ich sogar unendlich viele Grundsätze habe, gibt es noch immer einen, der noch immer nicht, immer ein Erkenntnis, die noch immer nicht beweisbar ist. Und es gibt sogar den Prozess, die sogenannte Gödelisierung, die er selber angegeben hat in seiner Habilitation, woran man wie man diese wahren Sätze konstruieren kann. Man kann also wirklich nachvollziehen, dass die wahr sind. Eben die Wahrheit erkennt man auf Basis der Widerspruchsfreiheit dieser Axiomensystems. Also Voraussetzung, Axiomensystem, widerspruchsfrei, dann kann ich einen per Gödelisierung, ein Theorem, ein mathematisches Theorem konstruieren, das ich als wahr erkenne, das aber nicht mit den vorhandenen Axiomen beweisbar ist. Und inwiefern hat das was mit Bewusstsein zu tun? Ich kann damit, behaupte ich, zwingend beweisen, also ohne einen Widerspruch zulassen zu müssen, dass das Bewusstsein kein Computerprogramm ist. Weil das Computerprogramm ist gerade so etwas. Das basiert auf einer Reihe von solchen Grundsätzen, mit denen es sich dann vorwärts handelt. Nicht? Also die Idee ist ja sogar bei dieser Axiomatisierung, dass ich die letztendlich in einem Computer, also wenn ich die gesamte Mathematik durch eine gewisse Menge von Axiomen aufspanne, dann füttere ich das in den Computer, schalte ihn ein, gehe dabei Kaffee trinken und er liefert mir alle mathematischen Theoreme. Aber das gibt es nicht. Und Gödel hat bewiesen, dass das nicht gibt. Man hat ja lange Zeit daran gearbeitet, insbesondere in den 30er Jahren sowas zu entwickeln, aber das gibt es nicht. Und das kann ich jetzt auf das Bewusstsein umlegen, weil ich mache das wieder mit so einem Syllogismus à la Aristoteles, weil man, ich finde, da sehr klar sieht, was ist die Voraussetzung, was ist die Schlussfolgerung. Es trennt das, das kann man also, wenn man nur so salopp spricht, kann man das eben unter den Teppich kehren bei solcher Darstellung durch Voraussetzung, Voraussetzung, Konklusion, finde ich weniger. Also Voraussetzung, mein Bewusstsein ist ein Computerprogramm, das möchte ich widerlegen. Wenn mein Bewusstsein ein Computerprogramm ist, dann muss jede von mir bewusst als wahr erkannte Proposition, das ist jetzt einfach nur ein Satz, nicht,
mit dem Computerprogramm beweisbar sein. Nicht? Weil mein Bewusstsein ist ja das Computerprogramm, wenn ich das bewusst als wahr erkenne, muss dieses Computerprogramm in der Lage sein, diese Wahrheit zu beweisen. Das ist sozusagen der identische Satz. Konklusion, alle von mir bewusst als wahr erkannten Propositionen sind grundsätzlich mit einem Computerprogramm beweisbar. Prämisse 3, das ist jetzt dieses Gödel-Theorem, also Voraussetzung von vorher. Für alle Computerprogramme existiert eine Proposition, also ein Satz. Peter hat Hunger, wäre auch eine Proposition, die ich als wahr erkenne, die aber nicht vom Programm beweisbar ist. Nicht? Das ist dieses unvollständige Satz. Für jede Menge an Vorgaben gibt es immer etwas, was mein Bewusstsein als wahr erkennt, aber von diesen Vorgaben nicht umfasst ist. Das ist grundsätzlich immer so, für jeden Set von Voraussetzungen für ein Computerprogramm. Und die Folge ist also, es kann nicht sein, dass mein Bewusstsein ein Computerprogramm ist, weil diese als wahr erkannte Proposition kommt nicht vor. Und wenn ich die dazufüge, dann gibt es wieder eine neue, die ich wieder als wahr kenne, die noch immer nicht vorkommt. So kann ich natürlich dieses Axiomensystem immer erweitern, aber es geht unendlich weiter, es endet nie. Es ist also definitiv so, dass diese Fähigkeit von meinen Bewusstseinssachen als wahr zu erkennen, über die Fähigkeit von Computerprogrammen hinausgeht. Und ich bin immer wieder erstaunt eigentlich, dass diese Implikation von Gödels Unvollständigkeitssatz so gerne übersehen wird. Ich würde zum Beispiel gerne wissen, was der Wolf Singer dazu sagt oder jemand, der eben Artificial Intelligence betreibt, warum er glaubt, dieser logisch zwingenden Konsequenz entkommen zu können. Wir sprechen hier nicht von so, meine Vorstellung ist das oder das ist mein Modell, sondern das ist ein bewiesener Satz. Das ist objektiv wahr im Sinne dieser Metaphysik der Naturwissenschaft. Da gibt es kein Drumherum, das ist wahr. Der Unvollständigkeitssatz ist anerkannt bewiesen, also ist das die logische Konsequenz und der kann man sich nicht entziehen. Das Bewusstsein muss mehr sein als ein Computerprogramm. Ich möchte das anhand von so einem Beispiel hier kurz schildern. Fast ein bisschen ein absurdes Beispiel, aber ich finde es lustig. Ich versuche jetzt einen Computer zu simulieren. Ja? Also setze mich in eine Box hinein. Was macht ein Computer? Der kriegt einen Input. Den nimmt er. So nehme ich in meine Box hinein und dann schaue ich die Regeln nach. Erste Regel, ich muss das so zerlegen. Zweite Regel, ich drehe es darüber. Dritte Regel, ich drehe es hier. Vierte Regel, ich drehe es darum. Fünfte Regel, Output. Ja? Ich verfolge Blindregeln und dann gebe ich sie nachher. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Das kann ein wichtiges Programm sein, das ein Problem löst. Also zum Beispiel für diesen komischen Würfel nicht. Ich nehme den Würfel, drehe ihn genau, wie es da steht, gebe ihn raus, er ist vollständig. Ja? Das heißt, ich war in der Lage, dieses Problem zu lösen, Würfel zu symmetrisieren, aber verstanden habe ich gar nichts. Also das gibt offensichtlich einen riesen Unterschied zwischen stummen Regeln befolgen und verstehen. Das ist offensichtlich etwas ganz anderes. Nicht? Also als Uni-Lehrer habe ich eben auch Prüfungen abgenommen und habe ich genau darauf das Augenmerk gelegt. Nicht? Ich möchte unterscheiden zwischen denen, die nur Regeln nachvollziehen und überhaupt nichts verstehen und denen, die was verstehen, die meinetwegen die Regeln sich nicht merken können, aber dies verstehen und die zumindest versuchen, durch Verstehen dieses Problem zu lösen und nicht sagen, was war die Regel A mal B oder was B mal A oder A mal da, das ist eigentlich nur wurscht. Ja. Da kann ich im Buch auch nachschauen. Ja. Ich möchte einfach verstanden, ich möchte, dass die das verstanden haben. Und wie testet man das übrigens? Das ist dann letztendlich ja der Versuch, das Bewusstsein der Lebewesen nachzuweisen. Ich teste das in einer Weise, dass ich Probleme gebe, von denen, dass dieses Wesen vorher nicht durch eine Regel zu lösen gelernt hat. Ja, wenn das ein Problem ist, für den es keine Regel hat, dann steht dieser Prüfling vor mir und sagt, jetzt weiß ich nicht mehr. Oder das Tier, wenn es eine reine Reizreaktionsmaschine ist, sagt, weiß nichts mehr. Ne? Und ich erkenne aber, wenn dieses Wesen verstehen kann, dann kann es auch komplett neue Probleme plötzlich lösen, weil es eben einen Verstand hat. Und dann offensichtlich ein Bewusstsein. Das Verstehen, etwas grundsätzlich anderes als Regeln befolgen. Ich versuche das auch in diesem Schachbeispiel hier zu diskutieren. Das kommt in dem Buch auch vor, und mein Verleger hat gesagt, dieses Beispiel müssen wir wegnehmen, weil es gibt irgendeinen tollen Computer, der kann das auch nur schnell. Aber das ist nicht mein Punkt. Es geht mir jetzt nicht darum, dass man mit Regeln, wenn man nur genügend kennt und wenn man sie nur genügend schnell hintereinander vollzieht, dass man dann auch Probleme lösen kann. Glaube ich gern. Aber man erkennt, glaube ich, an dem Beispiel sofort, was der Unterschied zwischen Verstehen und blinden Regeln befolgen ist. Also ich weiß nicht, ich vermute mal, die meisten können Schachregeln. Bei diesen lustigen Graphen sind diese Dinge hier die Bauern und die Schwarzen sind auch Bauern. Dann gibt es hier noch einen Läufer und einen König und zwei Türme. Und der Weiße hat nur einen Läufer, also der Weiße ist zwei Türme hinten, keine Chance. Nicht? Also verliert man, wenn der Weiße es schafft,
Remis zu spielen, dann ist das also wirklich ein großartiger Erfolg. Erst einmal erkennt man gleich, ja, also im ersten Blick. Das kann dieser Computer unter Umständen auch noch, weil der wird vielleicht auch die Figuren zählen und dann hat er so ein Bewerteschema, nachdem er dann blind bewertet und sagt, Scheiße für den Weißen. Und jetzt haben wir das folgende Situation. Weiß am Zug kann den Turm nehmen. Yes. Ein Turm weniger. Jetzt hat er noch einen Turm und einen Läufer. Ja? Also wenn man jetzt rein nach so einem Schema der Bewertung geht, Turm genommen, ich teste blind 10 Züge, die da grundsätzlich möglich sind, bewerte immer das, die Stellung, so läuft der Schachcomputer, dann sage ich, okay, Vorteil, weil ich kann den Turm nehmen und werde nicht genommen. Also ein, zumindest Schachcomputer einer meinetwegen Generation vor 2 Generationen, der nimmt das gleich. Ja? Aber wenn man die Situation versteht, dann entwickelt sich plötzlich eine ganz andere Idee. Schau einmal an, da stehen sich diese Bauern gegenüber und die bilden eine fixe Wand. Keiner der Türme kann da durch zu diesem König. Der Läufer ist weiß, kann da nicht durch zu dem König. Das heißt, der König ist komplett sicher, wenn hier eine Phalanx von Bauern steht. Und dieses Ding, dieser Läufer, kann als Bauer agieren. Ich brauche ihn nur hierher stellen. Weil in dem Augenblick, wo der Schwarze da runterzieht, bricht die Bauernphalanx auf und der weiße König ist verloren. Also der Weiße muss hierher ziehen und dann einfach mit seinem König spazieren gehen und das Ganze ist Remis. Und das sehe ich eigentlich urschnell. Weil ich sehe diese Phalanx und ich sehe, hey, zumachen. Ne? Und ein Schachcomputer, buh, testet alles durch. Läufer hier, Läufer hier, Läufer hier, blind, Läufer und Türme in alle Kombinationen. Und weil man da eben ein relativ leeres Schachbrett hat und irrsinnig viele Züge, musste der urlang drüber nachdenken, unter Anführungszeichen. Weil denkt du da nicht, der testet blind die Züge. Und was ich hier immer kenne, ist, ein Schachspieler, der mit Verstehen agiert, agiert ganz anders als einer, der blinde Regeln befolgt, wie ein Computer. Und der Computer mag eben Milliarden von Zügen in einer Millisekunde können und daher mit seinen blinden Regeln letztlich besser sein als ein Mensch, der dieses Schachspiel versteht. Aber man erkennt an dem Beispiel den grundsätzlichen Unterschied zwischen Verstehen und Regeln befolgen. Ein weiteres Argument für mich, das sehr stark ist in meinen Augen, ist, dass das Bewusstsein rein evolutionär gesehen kein Epiphänomen sein kann, weil es einen hohen Energieaufwand hat. Wir wissen, wir essen, ich weiß nicht, 20% oder 30% unserer Nahrung geht ins Hirn, das verschlingt urviel Energie, heizt auch irrsinnig, deswegen man so einen dünnen Kopf hat, damit das also auch wieder abkühlen kann und ist ständig überheizt und umgekehrt, wenn wir im Winter Schneebiwak am Berg sind, dann brauchen wir eine Haube oder wir brauchen eine infrarot reflektierende Aluschicht, aber jedenfalls geht aus dem Kopf wahnsinnig viel Wärme verloren. Dort wird irrsinnig viel Energie hineingesteckt. Ja? Und wenn das nur ein Epiphänomen ist, überhaupt nichts macht, warum sollte das dann, wie kann es sich dann evolutionär entwickelt haben? Es braucht auch Schlaf. Ein Computer braucht das nicht. Ne? Den Computer kann ich ständig laufen lassen, der muss sich nicht erholen. Das Hirn muss sich erholen. Und vor allem, es gibt einen riesen Unterschied. Das Hirn, wenn es bewusst handelt, dann braucht es die Energie. Wenn es nur Regeln befolgt, braucht es das nicht. Und deswegen ist es ja so, dass diese Studenten und Studentinnen, die ich bei meiner Prüfung herausfinde, die Regeln befolgen, was einfach viel einfacher ist. Nicht? Da gibt es eine Regel, die lerne ich aus, wenn ich mache, mache ich. Da brauche ich mich irgendwie nicht bemühen, da muss ich mich nicht anstrengen. Und eine bewusste Entscheidung, das Verstehen ist ganz was anderes. Da muss ich mich hinsetzen und durchdenken und hin und her schieben und so. Urmühsam. Wenn das dasselbe wäre, könnte das ja nicht sich so verschieden anfühlen und auch so einen verschiedenen Energieaufwand haben und vor allem auch eine Zeitskala. Nicht? Etwas zu verstehen dauert viel länger als ein Regeln zu befolgen. Nicht? Also, da habe ich die 3 Regeln, zack, 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 mache ich schnell, aber etwas zu verstehen und zu erwiegen und zu überlagern, die mentalen Bilder, was auch immer, mühsam, langsam. Gelerntes, mühelos, rasch. Also hier merkt man schon deutlich an der Praxis des Bewusstseins einen Riesenunterschied zwischen dem Verstehen und dem einfach automatisierten Reagieren oder dem konditionierten Reagieren. Und das muss ja auch physikalisch eine Rolle spielen. Das muss ja also physikalisch sich widerspiegeln. Gut, und jetzt versuche ich daher, den freien Willen rückkehren zu lassen. Rein biologisch gesehen, ich habe ein Bewusstsein, also existiert ein Bewusstsein, zumindest meins. Ich bin durch Evolution entstanden, also muss das Bewusstsein durch Evolution entstanden sein. Durch Evolution kann aber nur entstehen, das mache ich lieber jetzt gleich, ein Neuner hat sich eingeschlichen. Durch Evolution kann nur entstehen, was in irgendeiner Form Auswirkungen
zum Beispiel auf mein Verhalten habe, weil es muss ja letztlich so sein, dass diese Eigenschaft vererbt wird und die wird es nur, wenn die Leute, die das vererben, diese Wesen, sozusagen mehr Nachkommen haben als andere oder zumindest ausreichend viele haben. Und dazu muss es irgendeine Auswirkung haben. Nicht? Das kann nicht einfach nur nebenher sein, dann wird es sehr rasch wieder verschwunden. Und diese Auswirkung, kann also keine Hypermethylen nennen, diese Auswirkung nenne ich jetzt den freien Willen. Das ist zunächst einmal eine Definition, die Auswirkung des Bewusstseins auf mein Verhalten. Ja. Könnte das nicht Zufall sein? Wenn es keine Auswirkung hat, könnte es auch rein zufällig sich durchgesetzt haben. Nein, aber dann kann es sich nicht durchsetzen. Dann müsste es an vielen Stellen genug sein und so und gleichzeitig entstanden sein auf so einer parallelen Weise. Aber ich glaube, dass evolutionär, dass etwas rein zufällig ist, ist eigentlich. Also, es gibt natürlich eine Variation von gewissen Dingen, aber wenn sich ein Aspekt neu entwickelt, der vor allem einen großen Energieaufwand hat, das heißt eigentlich schon mal einen riesen Nachteil, der kann dann nur sich durchsetzen, wenn er zumindest auch einen Vorteil hat, der sich in irgendeiner Form auswirkt. Und diese Auswirkung des Bewusstseins nenne ich eben den freien Willen. Jetzt muss man sich überlegen, was sagt man auf Liebe? Das ist natürlich, das ist dieser Typ, der das gemessen hat und gesagt hat, also im Hirn entwickelt sich was, bevor ich hingreife, sodass ich es also weiß, bevor der mir sagt, das ist jetzt bewusst entschieden. Naja, ich meine, Liebe selbst sagt, vielleicht wirkt der freien Willen nur so, dass er Handlungen verhindern kann, das finde ich jetzt ein bisschen, also weil er eben nur getestet hat, dass er nicht immer eine Handlung setzen will. Aber das kommt mir jetzt ein bisschen harmlos vor. Was mir eher so vorkommt, ist, dass die induzierte Entscheidung ein längerer Prozess ist. Das baut sich langsam auf. Und irgendwann erst wird mir bewusst, dass ich diese bewusste Entscheidung getroffen habe. Nicht, das entwickelt sich zu einer Entscheidung. Ich finde das sehr faszinierend. Also beim Wandern zum Beispiel, da sind wir auf einer simpleren Ebene. Nicht so, werde ich Lastwand fahren oder nicht, sondern einfach wandern, links oder rechts. Nicht? Oder Felswand, gehe ich da oder da. Ja? Also wie passiert das nun alles? Ich habe mich da so beobachtet, weil ich habe auch den guten Guxi beobachtet, wie der das so macht. Und er macht das so also ganz ähnlich. Man steht so da und schaut sich das an und überlegt und kein Satz fällt, kein gedanklicher Satz, sondern die Bilder von mir, der da herumkreut und irgendwie so, da entwickelt sich langsam die Idee, natürlich ist es rechts, gleich da. Und das ist so lustig, wie es einen selbst so langsam überzeugt. Man braucht ein paar Minuten und dann sinkt das ein und ist man sich sicher, da gehe ich hin. Eine bewusste Entscheidung, die sich durch das Verstehen dieser Umstände, durch mentale Bilder, die ich abgleiche, entwickelt und dann fällt. Aber ein langer Prozess, sekundenlang, vielleicht sogar minutenlang. Ab welchem Punkt sage ich, es ist entschieden? Ja? Aber der Liebe hängt davon ab, dass es Millisekunden sagt, entschieden und zack, jetzt ist aber die Entscheidung. Ich glaube, es baut sich so langsam auf, nicht? Und da merkt schon der Liebe, hey, jetzt kommt es bald. Und dann sage ich, jetzt bin ich so weit. Und dabei hat er aber schon vorher gesehen, dass ich es aufgebaut habe. Also ich würde sagen, das ist am ersten die Erklärung für diesen Umstand. Aber jetzt habe ich das riesige Problem mit meiner Mathematik und Physik da, den freien Willen zu